Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin geduscht. Wir haben 9:30. Ich fahre gleich zu den Jungs rauf. Eine ganz wichtige Sache noch. Ich wurde sehr häufig gefragt, wie es denn sein kann, dass ich überhaupt hier bin und ob das erlaubt ist und so weiter. Ja, natürlich ist das erlaubt. Ihr müsst lediglich, in meinem Fall war es zumindest so, einen PCR-Test machen. Der darf nicht älter als 48 Stunden sein. Der sollte in Englisch ausgestellt sein. Das würden die Behörden hier sehr gerne sehen. Ich hatte einen in Deutsch, weil ich das vorher nicht gesehen hatte. Das war aber in meinem Fall jetzt kein Problem. Ich gehe mal davon aus, dass so ein bisschen davon abhängt, wer da gerade sitzt. Es wird auf jeden Fall am Flughafen kontrolliert. Wie es an den Grenzen ist, weiß ich nicht. Da frage ich die Jungs gleich mal. Der Kashi, der halt eben hier nicht hinkommen darf, um Schneescooter zu fahren, tut mir leid, der sitzt in Dänemark fest, weil da die Grenzen zu sind. Ansonsten fliegen geht, denke ich mal, immer. Ja, und ansonsten, wie gesagt, frage ich gleich mal die Jungs, weil die sind mit dem Auto gefahren, was diese tun mussten. Bei der Rückreise habe ich mich einzutragen in so eine Rückkehrliste und muss danach lediglich einen Test vorweisen. Das kann ein kleiner oder ein großer Test sein innerhalb von 48 Stunden, dass ich negativ bin. Und in NRW kann ich danach sofort wieder zur Arbeit fahren. Und ansonsten muss man, glaube ich, 10 Tage Quarantäne haben, aber man kann mit einem Test auf 5 Tage verkürzen. So, also das sollte man einplanen, wenn man halt eben hier hinfährt. Aber ein großes Problem ist das nicht. Wenn man hier hin möchte, um Scooter zu fahren oder sowas, dann ist das kein Problem. Und ansonsten wollte ich euch Tiny ja noch so ein bisschen zeigen. Es ist natürlich ein Single-Haushalt zurzeit, deswegen sieht das gerade ein wenig durcheinander aus. Ich bitte das zu entschuldigen, aber ja, ich fange mal an der... Nein, eigentlich muss man draußen anfangen, ne? Eigentlich muss man draußen anfangen. Ha, macht dunkler. So, es gibt hier draußen natürlich Parkplatz und so weiter. Dann gibt es hier draußen Holz für den Kamin, der drin ist. Dann gibt es hier noch eine kleine Bank und ein paar Stühle und so weiter. Um die Ecke gibt es auch noch eine Bank für draußen zum Sitzen und so. Das ist ganz nett. Und dann gibt es auch schon den Eingangsbereich. Martin und Kathi stellen dann immer hier so Nettigkeiten hin wie Putztücher, Handtücher und so ein Kram, Bettdecke und so weiter, was man so braucht. Dann hat man hier eine Schuhablage, kleines Regal. Da steht Leergut drin, in meinem Fall. Und dann hat man hier auch schon das Bad. Eine Dusche ist da. Natürlich Toilette, Waschbecken. Verstaumöglichkeiten. Reicht, ne? Also alles gut. Überhaupt kein Problem. Natürlich überall hier auch Heizung, ne? Kommen wir dann schon direkt in den Wohnraum. Tisch. Schlafsofa. Ne? Man kann da also auch zu zweit drauf liegen. Ein Radio ist vorhanden. Ich habe jetzt meins mitgebracht, aber ist da. Gitarre wäre auch da. Wir haben hier oben noch so ein paar Spiele, ein paar Bücher, Beschäftigungsmöglichkeiten für doofe Tage. Einen wundervollen Esstisch mit Toaster. Dann haben wir hier noch eine kleine Küche, die gerade aussieht wie Sau. Kaffeemaschine ist da, Herd, Ofen, Kühlschrank. Hier ist Gedöns drin. Hier ist Teller drin und so weiter. Auch da ist alles da. Ihr seht, voll ausgestattet. Und natürlich nicht zu vergessen, ein Ofen, beziehungsweise ein Stöfchen, ihr wisst, was ich meine. Und natürlich auch ganz wichtig, ein Doppelbett in dem Falle. Also Etagenbett, Stockbett heißt das, ne? Hat man mir erklärt. Und ja, hier gibt es dann noch so ein Schränkchen, um Sachen zu verstauen. Da ist übrigens auch Klopapier, was ich brauche, weil meins ist nämlich alle. So, ab zu den Jungs. So, umgezogen habe ich mich auch schon. Bin heute ein bisschen spät dran. Und ich glaube, der Martin ist bei der Jungs. Und dann gehen wir jetzt noch mal kurz rüber. Übrigens haben wir lächerliche minus 6 Grad heute. Ist also echt warm. Ich befürchte, ich habe zu viel an. Und da hinten ist auch sogar schon ein bisschen blau. Vielleicht kommt die Sonne ja nochmal durch. Ja.
ich gar nicht gesagt, ne? Heute fahren wir so ein bisschen oben auf den Berg. Da habe ich immer Fotos von gesehen, aber der Martin war mit mir beim letzten Mal gar nicht da oben. Und deswegen ja, fahren wir da heute mal hin. Ja. Diese Buckelpisten sind ganz schön anstrengend. Du? Warte, das kann ich noch besser. Ja. Amtlich. Oh, ja. Finde ich auch. Ich hab gehört, du bist starker Raucher, ne? Ja, so stark dann auch wieder nicht. Heißer Typ. Heißer Typ, ja. Maschine. Maschine. Jungs, ich habe heute Morgen so ein bisschen erzählt, wie man hier hinkommen kann, wenn man denn möchte. Wie war das bei euch? Was musstet ihr machen? Corona-Test. Corona-Test. Dann müssen wir noch 10-mal hin und her buchen mit Martin. Mit der Fähre alles klären. Und dann haben wir noch eine kleine, aber witzige Autofahrt vor uns gehabt und schon waren wir da. Aber ging. Aber es ging. Okay. Schädigt hier für alles. Wurdet ihr kontrolliert mit euren Tests? Wir wurden kontrolliert, ja. Okay. In Trelleborg am Hafen. Ja. Kontrolliert. Okay. Wie ist das mit Corona-Test gewesen? Also ich war beim Hausarzt, ich hatte nichts. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Also wir waren direkt beim Labor, Centogene, und wir haben 78 bezahlt. Genau. Die Hausärzte, die fingen bei 150 an bis 180 Euro für den Test. War ein bisschen mit anstehen, weil man keine Termine kriegt. Aber okay. Ja, wir hatten das Testergebnis innerhalb von 12 Stunden. Ja, bei mir war auch 12 Stunden war Test da. Also, ne, bei mir... Bloß, du brauchst eine Kreditkarte. Ja, okay. Das ist ein Drama gewesen. Also bei mir war... keine Kosten durch den Hausarzt. Wie die das machen, weiß ich nicht. Ich wollte auch nicht nachfragen, aber ne, vielleicht vorher mal ein bisschen erkundigen, wie es geht. Weil von 0 auf 130, 180 Euro ist natürlich ein bisschen happig. Ne? Ist schon sehr geil. Also jetzt sind wir zwar oben, okay, es ist halt eben leider, könnt ihr sehen, ne? Ihr könnt sehen, dass ihr nichts seht. Aber so ist das Wetter halt, ne? Aber war der Hammer, hier rauf zu fahren, war schon mal sehr geil. Wie hoch sind wir, Martin, weißt du das? 900 noch was. 900 noch was. Ja. Ich glaube, es ist auch nicht mehr viel. Ne? Also da oben kann man schon so ein bisschen blau erahnen. Ich glaube, wir sind nicht weit weg von der Grenze, aber das ist schon sehr witzig. Hier oben, ich kann ja gleich mal noch ein Foto einblenden, wie es ist, wenn man hier steht quasi und es ist sonnig. Und ansonsten kann man hier halt, ach, ist aber tief hier, kann man hier, die Schilder sehen halt schon sehr witzig aus. Ne? Kann man das überhaupt sehen? Ja, ich hoffe, man kann mich auch verstehen. Es ist nämlich auch sehr windig hier oben. Also hier ist echt dieses gefühlte, weiß ich nicht, was haben wir, minus, keine Ahnung. Unten haben wir minus 6 gehabt, hier oben ist dann schon, hier ist schon amtlich kalt. Da bin ich froh, dass ich so eine Maske auf habe.
So, ich glaube, das war's für dieses Jahr. Ich würde mich recht herzlich von euch verabschieden, Freunde der kleinen Unterhaltung, und sage bis nächstes Mal. Jungs, sagt mal Verabschiedung hier bitte. Tschüss sagen bitte alle. Tschüss. Möcht ihr mal Plopp machen? Plopp? Geht doch.